Ich stammte aus dem Südosten Londons. Wörter wie schön benutzten wir nicht. Es sei denn, es geht um Autos oder Fußball. Und auch dann nur in Gegenwart von Personen, die wir richtig gut kennen. Dieser Song war wunderschön. Er löste Gefühle in mir aus wie Sehnsucht, Wehmut, Reue. Scheiß, wenn das so weitergeht, fange ich noch an, Frauen zu vermissen, die ich nie kennengelernt habe. Vielleicht ist das so ein Mit-40er-Ding. Ich schüttelte mich. Zeit, ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Zog eine von den Gap-Hosen an, saß sehr eng an der Taille. Aber hey, solange ich nicht atmete, war alles in Ordnung. Ein weißes T-Shirt und den Blazer. Sah einwandfrei aus. Wie ein Magnet für Straßenraubanfänger. Das Album lief noch und Trisha sang ein zauberhaftes Duett mit Garth Brooks. Ich musste sie abwürgen. Kein Zweifel, Musik verdreht einem den Kopf. Ein unbedeutender, isolierter Vorfall kann zum Auslöser einer unberechenbaren Kette von Ereignissen werden. Man glaubt, man trifft Entscheidungen, dabei fügen sich nur die Einzelteile zu einem längst vorherbestimmten Ganzen. Tiefgründig, hm? Ich fuhr mit der U-Bahn zum Owl, die Northern Line, wie immer zum Aus der Haut fahren. Zwei schmuddelige Straßenmusikanten massakrierten The Streets of London. Ich steckte ihnen was zu, in der Hoffnung, dass sie aufhörten. Taten sie nicht. Kaum waren sie fertig, fingen sie nochmal von vorne an. Als ich aus der U-Bahn-Station kam, stand Joe mit The Big Issue da. Ich fragte, Bock auf Party, Joe? Meine Party ist hier, Mitch. Was soll man dazu sagen? Auf der anderen Straßenseite fuhr ein Aston Martin vor der St. Mark's Cathedral vor. Eine junge Frau stieg aus. Zwei Gestalten traten aus dem Schatten der Bäume vor der Kirche. Das waren keine Obdachlosen, sondern das, was Andrew Wax als Wadenbeißer bezeichnet hat. Abschaum. Sie belästigten die Frau. Ich überlegte, ob ich eingreifen sollte. Ich wollte den Blazer nicht ruinieren. Joe meinte, mach schon, Mitch.